So, und da sind wir wieder bei Red Faction Guerrilla. Wir laufen mit einem Gastank-Kumpel durch die Gegend. Weil wir Gastanks mögen. Und diese Autos halt echt zu viel aushalten. Okay. Sprengladung. Oh ne. Erste Zahl. Bombt. Sind die ganzen Gastanks, die ich hingeschmissen habe. Dahin gerollt. Natürlich. Ah, und diese EDF-Fahrzeuge halten echt einiges aus. Die haben einfach den Gastank überfahren. Die Schweine. Ich finde es ein bisschen unpassend, dass Laufen und Deckung auf der gleichen Taste ist. Ah, spielen wir mal Fang. So. Wohl, ob ich nachladen? Hier, mein Minenfahrzeug habe ich einmal aus Versehen geboxt, aber es hält ganz gut. Das heißt, das ist auch noch nicht zerstört. Naja, muss ja auch nicht. War doch noch ein Gastank, oder? Da. An diesem super stabilen Tank. Karl. Sehr schön. Danke. Wir sind draußen. Aber jetzt wollen wir das aber nochmal ordentlich spielen. Wisst ihr gerne, wo ich die Nachladentaste auf. Ja? Ja, auf. Ah, das Auto ist fast kaputt. Das ist so ungefähr die Menge Auto, die man nicht mehr fahren möchte. Ah, die hätte ich nur ausbrennen lassen sollen. Egal. Wir haben nichts gemacht. Man könnte auch sagen, wir waren das. Ja, ja, das kokelt. Wir waren das nicht. Nö, nö, nö. Ja, die schießen nach uns. Aber das meinen die nicht so. Ganze Arbeit. Ja, und mir geht's übrigens gut. Du hast deinem Bruder alle Ehre gemacht. Er hatte dieselbe Definition von einfach wie Sie. Erfüllt. Bonus. Und Moralbonus. Gesamtschrott. Für den Auftrag. Ich weiß, dass du sauer bist, aber wir bekommen keine zweite Chance. Dein Bruder hat das verstanden. Mason, du hast doch gesehen, wozu diese Leute fähig sind. Wir müssen uns wehren und dazu brauchen wir deine Hilfe. In deinem Guerilla-Handbuch wirst du neue, nützliche Informationen finden. Handbucheintrag. Aber wir sehen jetzt hier Sternchen. Zerstörungsziel. Mittlere Wichtigkeit. Waffenfabrikschornstein.
Das war nämlich das, was ich die ganze Zeit gesucht habe in meinem Guerilla-Handbuch. Kontrolle der EDF über Sektoren variiert. Auf deiner Karte siehst du den entsprechenden Wert für jeden Sektor. Erfolgreiche Guerilla-Aktionen wie Überfälle senken die Kontrolle. Zerstörung von EDF-Eigentum, das rot markiert ist, erreicht das Gleiche. Wir haben Ziele für wichtige EDF-Operationen identifiziert. Ziele von mittlerer Bedeutung verursachen einen größeren Kontrollverlust, wenn sie zerstört werden. Einige der Ziele sind von hoher Bedeutung. Hier musst du planen, bevor du zuschlägst. Und dann werden daraus wahre Hornissennester. Aber die Belohnung ist enorm. In jedem Sektor gibt es Missionen, die für die Befreiung erforderlich sind. Bring die Kontrolle auf Null und beende alle Missionen. Dann zieht die EDF ab. Und Moral. Um die EDF zu besiegen, brauchen wir die Unterstützung der Bevölkerung. Dazu musst du die Moral in jedem Sektor steigern. Die Moral wird durch erfolgreiche Guerilla-Aktionen, Zerstörung von EDF-Eigentum und einiges mehr, das du selbst herausfinden wirst, gesteigert. Wenn jedoch ein Kolonist stirbt, sinkt die Moral im Sektor. Sei also vorsichtig. Wenn die Moral im Sektor steigt, werden Munitionskisten voller sein und die Kolonisten werden an deiner Seite kämpfen. Außerdem erhältst du mehr Barschrott für abgeschlossene Missionen, wenn die Moral im Sektor hoch ist. Eine höhere Moral bringt also mehr Munition, Hilfe und Barschrott. Drei entscheidende Elemente für unseren Erfolg. Ja, genau. Und damit sind wir jetzt komplett im Spiel. Quasi ganz angekommen. Wir haben gerade 20 bekommen, weil wir 20 Moralbonus haben. Hier haben wir den nächsten Guerilla-Auftrag. Hier sind Abrissmeister. Das sind so Herausforderungen. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich nicht die Karte scrollen kann, sondern so klicken muss. Aber dafür kann man ja auch schön rausscrollen. Genau. Und unser Gesamtbarschrott erlaubt uns einen Besuch bei Sammy, würde ich sagen. Wir müssen uns bald einen neuen Stützpunkt. Wir haben 200 Barschrott. Ach nee. Doch, wir haben 200 und brauchen 350. Beziehungsweise 300. Nicht ganz so gut. Aber wir können uns ja direkt mal den ersten Schornstein vornehmen, der auch auf der anderen Straßenseite liegt, was das Ganze weniger dramatisch macht. Wir könnten jetzt auch versuchen, hier den Berg hochzufahren und da oben das Erz abzubauen. Aber das muss ja nicht sein. Wenn wir übrigens das Spiel ausmachen würden, theoretisch, wäre das Fahrzeug wieder voll aufgeladen. Ah, wir müssen da oben über die Brücke, deswegen. Oder hier durch die Wand. Ah, nee, da stehen Tore hinter. Röhren. Naja, wir können es ja trotzdem versuchen. Ihr merkt meinen Hang zum Unfug. Einfach mal aus einem fahrenden Auto rausspringen. Das gerade schräg an der Bergwand hängt. Hallo Mauer, warst du wichtig? Ähnlich unwichtig wie diese Rohre? Ja, die waren wirklich nur im Weg. Tang. Was passiert, wenn wir darauf schießen? Wir erstellen Barschrott. Das gefällt mir. Gut, wir können jetzt raus. Damit ist diese wichtige Frage geklärt. Wir kommen hier raus. Ping. Oh Gott. Hat das euch gehört? Irgendwie will ich hier gerade nicht sein. Da steht es.
ja. Geh mal lieber. Ich glaube, das finden die gerade voll uncool. Ich weiß auch nicht, warum die mich jetzt hier in dem Auto verdächtigen, nur weil ich über den gerade zerlegten Stützpunkt fahre. Ups, falsch eingeparkt. Sorry. Ich bin so unauffällig. Ich bin so super unauffällig. Geben Sie jetzt auf, dann wird Ihnen nichts geschehen. Ja, natürlich. Ich habe mich ja schon nur für Anwesenheit gemeldet. Hast du gerade eine Granate nach mir geworfen? Ich fahre mal dein Auto um, ne? Das ist ja richtig unfreundlich von denen. Die werfen mit Granaten nach mir. Wie können die nur? Ja gut, ich habe gerade deren Fabrik zerstört. Erschreckend schnell, aber... Die sollen sich mal nicht so anstellen. Ich war ja noch gar nicht fertig. Das hätte noch viel doller knallen können. Nein, wirklich. Knallt. Ja. Yeah. An die Zähne bewaffnete die IDF-Patrouille. Das klingt doch nach einem Job für mich. Wo ist mein Auto? Da. Das klingt so ein absolutes Chaos. Diesem Auto. Hi. Ah, ich frage erstmal so, wo ist die Patrouille? Bist du die Patrouille? Geiselnahme, gefangene Zivilisten retten. Den Guerillas beim Verteidigen helfen. Nein. Nein. Das hier scheint mich gerade angefunkt zu haben. Dann... Ja gut, ich bin ja auch da. Ist diese Fabrik immer noch am Stehen? Ja, aber das hier steht nicht mehr, was da auch immer mal war. Dann nehme ich doch einfach mal an, dass wir hier direkt helfen können. Leider kein Anlegen und Anvisieren. Ah, da. Kennt ihr meine Sprengsätze schon? Sprengstoff, doch da ist Sprengstoff. Kurze Salven abzugeben ist immer eine gute Idee. Worauf ballert ihr? Auf die Typen da im Auto. Ich muss das Tempo ein bisschen beschleunigen. Oh,
Ja, ich würde sagen, das hat gehalten. Es sind zwei Zivilisten gestorben, deswegen haben wir zwei Minus bekommen. Aber ich konnte nicht alle retten. Ja. Legitim. Wir haben immerhin die meisten gerettet. Das ist doch schon mal was. Ist kein Zivilist, oder? Nein. Aber wirklich tot. Er ist ganz sicher. Ist auch gut, dass mein Auto so mitten im Eingang steht. Die Zivilisten alle ganz brav dran vorbeigefahren sind. Sprengfass? Nein. Bin weg damit. Ja, die Explosivfässer, die geben einem halt immer ein bisschen Barschrott, wenn man sie sprengt. Deswegen würde ich die am liebsten mitnehmen, aber das geht halt nicht. Und ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, in dieses Auto Explosivstoffe einzuladen. Wenn es rot leuchtet, ist es kaputt. Fällt mir gerade ein. Dem Drohnen gefällt wohl nicht, was wir hier veranstaltet haben. Sie wollen die Schafgebäude in Parker angreifen. Ja, wir haben den nächsten Guerilla-Auftrag. Yeah. Die Arbeit, die den Wald unterstützen. Bewerben Okay, wir haben auch noch 2 Minuten Spielzeit. Wo will denn das Fass hin? Da sollen wir hin. Genau. Die ploppen jetzt nach und nach auf. Das sind so... Ich weiß nicht, ob zeitlich begrenzt. Auf jeden Fall ploppen sie immer mal wieder auf. Wir sollten uns ein neues Fahrzeug organisieren. Sonst kommen wir da nie an. Ne, ich habe, glaube ich, gerade rausgefunden, wo wir anvisieren. Yeah, wir können anvisieren. Ja. Dann nehmen wir dieses Fahrzeug, weil das gerade in der Nähe ist. Es ist übrigens auch so, dass schwerere Fahrzeuge besser zerstören. Ah, kleine rote Ziele hatten die Beschreibung gesagt. Kleine rote Ziele. Da oben sind rote Punkte auf der Karte. Ich dachte erst, das wären übertrieben lilane Punkte, aber das sind rote. Brücke brauchen wir dafür. Wenn wir die jetzt abgerissen hätten unterwegs, wäre doof. Aber auch nicht unerreichbar. Na gut, aber dass irgendwelche Wassertanks oder so... sind Gastanks. Heftige Gastanks. Okay. Dann würde ich mal sagen, mit diesen wunderbaren Bildern der Zerstörung gebe ich ab und sage, wir sehen uns morgen wieder. Beziehungsweise im nächsten Part. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ja, bis dann. Tschüss.